Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eine neue Woche startet und ich starte einen neuen Vlog, also heute ist Montag. Und ich habe tatsächlich heute frei, aber genug zu tun. Und deswegen habe ich Kai jetzt auch in den Kindergarten gebracht und fahre jetzt zur alten Wohnung. Die haben wir ja, wie ihr im letzten Vlog gesehen habt, gestrichen und angefangen sauber zu machen. Und jetzt ist es so, dass also eigentlich alles soweit sauber sein müsste, bis auf das Badezimmer. Also der Staubsaugroboter ist mehrmals durchgefahren. Es waren ja keine großartigen Verschmutzungen, es war ja wirklich nur Staub und Dreck, wenn man da halt mit Schuhen drin war. Ich werde jetzt das Bad putzen, allen Kram, der in der Wohnung drin ist, ins Auto bringen. Und dann gucke ich mir meinen Dachboden an, weil da hat Tim letzte Woche ja noch ganz schön viel eingeladen und in die neue Wohnung gebracht. Und da will ich jetzt mal gucken, was überhaupt noch da ist, um mir einen Überblick zu verschaffen. Weil wir müssen die Wohnung ja trotzdem irgendwann mal abgeben. So. Und wir haben hier eine weiße Wand. Oha. So krass. Ihr erinnert euch vielleicht, hier war eine grüne Wand und hier waren lilane Streifen, hier war eine komplett rosa Wand. Es ist einfach alles ganz weiß. Hier ist übelst weiß, ich muss erst das Fenster aufmachen. So, meine Aufgabe wird jetzt hier das Waschbecken zu säubern, die Toilette zu säubern, die Dusche zu säubern. Also hier einmal komplett. Dieses Ding lassen wir übrigens hier. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich das angebracht habe. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das ist auch wirklich stabil. Ich mache das nur noch mal ein bisschen sauber. Den Stöpsel habe ich auch gekauft für hier. Der bleibt auch hier. Den hier lasse ich auch mal dran. Ich hoffe, dass wir den nicht dann noch irgendwie abmachen müssen. Das schütte ich dann gleich weg, wenn das getrocknet ist. Hier ist noch ein Sack mit Müll, den nehme ich gleich mit runter und packe da alle Müll aus dem Auto noch rein und schmeiße es dann weg. Das Malerzeug kann ich jetzt wegräumen und hier ist noch so Putzzeug, das kann ich auch alles runterbringen. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier freiräumen und dann kann ich hoffentlich das hier wegschütten, weil dann hier getrocknet ist. Wieder zu Hause. Ich habe die Autos ausgeräumt und so. Und hier ist jetzt irgendwie das totale Chaos. Wir haben am Wochenende Karls Geburtstag nochmal nachgefeiert mit Familie und so. Und dann haben hier noch 3 Leute übernachtet. Was ein bisschen, also platztechnisch war es wohl umsetzbar, aber was halt dann so dafür gesorgt hat, dass man zum einen halt gar keine Zeit hatte, dann so großartig Haushalt zu machen in der Zeit. Und zum anderen hinterlässt es schon ein gewisses Chaos, was ja nicht schlimm ist. Ich freue mich, wenn wir Gäste haben und so. Aber irgendwie muss ich jetzt mal diesen Tag noch dazu nutzen, hier überall krass Ordnung zu machen und krass sauber zu machen, weil ich mich sonst nicht wohlfühle. Und ich werde jetzt vermutlich, mit dem Wohnzimmer anfangen. Ich habe gerade Wäsche abgenommen. Hier hängen jetzt überall noch so Wäschestücken rum, die noch nicht ganz trocken sind. Ich habe ganz viel Bettzeug gewaschen, dadurch, dass wir ja Gäste hatten. Aber es ist gerade so ultra windig draußen, dass ich das nicht irgendwie nochmal raushängen kann, weil sonst der Wäscheständer wahrscheinlich direkt umfallen wird. Hier, eine Pflanze liegt auch schon da. Ich überlege gerade, ob ich die einfach liegen lasse, bis es fertig ist mit dem Wind. Sonst fällt die wahrscheinlich die ganze Zeit um. Keine Ahnung. Aber irgendwie muss ich diese Wäschestücke nochmal zum Trocknen bringen,
Habe ich mir jetzt noch nicht ganz überlegt. Und die nächste Wäsche ist auch schon am Laufen. Ich wusste jetzt nicht, dass es so ultra windig wird. Vielleicht kann ich den Wäscheständer auch zwischen den Stühlen einklemmen. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber ansonsten, keine Ahnung. Tag, weiter geht's mit dem Vlog. Und Karl hat jetzt gerade ein Päckchen bekommen. Noch Nachricht zum Geburtstag. Das wollen wir jetzt mal auspacken. Buch. Ein Paket. Aua, runter von meinem Fuß. Oh, das ist super gut zugeklebt. Das ist von meiner Oma. Ja. Ja, das wird hier zugeklebt. Das ist so richtig zugeklebt. Ja. Deine Oma hat dann nämlich zugeklebt. Jetzt sehr viel Mühe dabei gegeben. Ja. Ich frage mich, wie das in den Briefkasten gepasst hat. Das war so, wie es ist im Briefkasten. So. Da muss man gar nicht so raufmachen. Oh. Was ist das? Das sieht aber cool aus. Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Das ist ja das, also mein Ziel, wenn ich so Videos mache, vom Saubermachen, Aufräumen, Haushalt, Alltag. Ich selbst gucke solche Videos, um mich auch ein bisschen zu motivieren oder um zu sehen, wie andere das so machen. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch damit auch ein bisschen inspirieren konnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte unten drunter. Das ist ein sehr cooles Video gewesen. Da habe ich nämlich ein wundervolles Autoprobe gefahren. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, dann bis zum nächsten Video.